Deutschland hat ein neues Topmodel. Die 17-jährige Stephanie hat den Titel Germany's Next Topmodel in Heidis Show geholt und soll jetzt groß durchstarten. Doch Ex-GNTM-Juror Payman Amin bezweifelt das. Ich finde, Stephanie ist ein tolles Mädchen, aber für mich eher so das Mädchen von nebenan, das hübsche Mädchen von nebenan. Ich sehe da kein riesengroßes internationales Potenzial. Ich finde Ivana super. Ivana sehe ich auf dem großen Laufsteg. Der 43-Jährige hätte sich also für die 18-jährige Ivana entschieden. Und er muss es ja eigentlich wissen. Schließlich war Payman von 2006 bis 2009 selbst in der GNTM-Jury. Über 10 Jahre arbeitete er als Agent für IMG-Models, hat heute seine eigene Agentur. Doch was genau fehlt Stephanie, um international bestehen zu können? Sie hat einfach nicht so viele Facetten, finde ich. Ja, sie sieht nett aus, sie sieht hübsch aus, so. Sie hat einfach nicht diese Attitude, ja, diese kühle Attitude, die es heutzutage braucht. Wer sich die aktuellen großen Modenschauen anschaut, beispielsweise Chanel, Karl Lagerfeld, der wird sehen, die Models, die brauchen einfach diese Attitude, dieses Arrogante. Und die Steffi hat alles außer diesem arroganten Blick. Ja, und die wird halt so ihre Katalogjobs machen. Sie wird auch mit Sicherheit glücklich werden auf den roten Teppichen hierzulande. Aber ich sehe sie wirklich nicht in Paris, New York oder Mailand. Harte Worte für das junge Model. Wir sind gespannt, ob Payman recht behält.